Ein Riesenpaket. 47 Kilo. Bestes Wetter, ideal, um mal wieder ein neues Spielzeug auszuprobieren. Diesmal wirklich eine richtig große, schwere Powerstation. Habe ich noch nicht gesehen. Seid gespannt. Das ist eigentlich keine Powerstation mehr. Das ist eigentlich schon ein vollwertiges Solarkraftwerk. Das kann man nicht anders sagen. Sämtliche Anschlüsse hat sie, natürlich auch einen Zigarettenanzünder und hier weitere 12 Volt Anschlüsse, zweimal USB-A, viermal USB-C, okay. Und nun wollen wir mal gucken, ob sie angeht. Jawohl, geht gleich beim ersten Mal an, hat 29%, das ist okay, aber normalerweise ist es immer besser, wenn die so um die 60% haben. Aber man weiß immer nicht genau, wie lange die schon irgendwo im Lager steht. Und natürlich irgendwann verlieren auch die Lithium-Eisenphosphat-Batterien an Energie. Draußen ist bestes Wetter. Dann wollen wir die Powerstation gleich mal rausbringen und anschließen. Weil ich habe für die Powerstation ein riesiges Faltpanel, habe ich noch nie gesehen. 420 Watt Peak. Da bin ich mal gespannt. Das ist zwar jetzt schon sehr später Nachmittag, aber mal gucken, was das Teil bringt. Ja, hier ist das besagte Teil. Das ist ganz schön schwer, also das wiegt deutlich über 10 Kilo. Mal sehen, wie sich das aufbauen lässt. Hätte ich gar nicht gedacht, ist ziemlich flexibel das Ganze. Ja, ihr seht, da ist auch eine leichte Biegung drin, aber das macht nichts, das sind recht flexible Zellen. Steht jetzt natürlich auch nicht optimal, ihr seht, hier ist ein Stein. Aber egal, ist jetzt die beste Ausrichtung. Und hier hinten ist eine Tasche dran. Da sind die Kabel drin und dann schließen wir das Ding gleich mal an. Ja, auch wieder mit Adapter hier. Ja, auch wieder verschiedene Anschlüsse. Zwar ohne Kappen für die, die man nicht braucht, aber gut. Das Gute ist, dass man die ganz einfach mit ganz normalen MC4-Kabel, die kriegt man nur überall für ganz günstig Geld verlängern kann. Mal sehen, ob es hier reicht bis zur Powerstation. Ja, das sind jetzt ungefähr 2,50 Meter, die hier dran sind. Das wird wohl reichen. Hier auf der Rückseite ist der, ja, sozusagen Input-Port für Solar und eben auch Netzstecker oder Generator. Und dann braucht man das Ding hier einfach nur reinstecken. Das macht einmal Klick. Dann gucken wir mal, ob sie lädt. Ja, das Display ist echt schlecht zu filmen, aber ihr seht, das sind fast 300 Watt, die reinkommen. Und das ist jetzt schon fast 18 Uhr. Das ist schon mal echt nicht schlecht. Aber ja, heute kriege ich die nicht mehr voll, aber ich wollte halt mal sehen, was geht. Ja, hier an der Seite sind zwei große Lüfter zu sehen. Jetzt im Moment macht sie noch keine Geräusche. Große Lüfter bedeuten eigentlich auch immer, dass sie recht leise ist, also zumindest wenn es Qualitätslüfter sind. Um die Uhrzeit noch fast 300 Watt ist natürlich total super. Ich habe eigentlich wenig Bedenken, dass die in der Mittagssonne nicht wirklich die 400 oder 420 Watt auch erreicht, Peakleistung, die Faltsolarpaneele hier. Und ich hätte mir das Aufbauen für das große Ding schwieriger vorgestellt. Ihr habt ja gesehen, das dauert eine Minute, dann steht das, selbst wenn der Boden nicht ganz gerade ist. Ja, traumhaftes Wetter heute. Da kann ich die Powerstation auch direkt mal draußen vorstellen. Das ist richtig gut. Ich wusste wirklich nicht, dass das mittlerweile so große Powerstations gibt. Also das ist ja praktisch eine komplette Solaranlage, wenn man so will. Die hat fast 4 Kilowattstunden Speicher. Um genau zu sein, 3840 Kilowattstunden. Das ist schon wirklich gewaltig. Das ist eine Menge. Das macht natürlich auch das Gewicht aus. Und das sind Qualitätszellen, das sind EVI-Zellen. Cuttle und EVI sind praktisch die Marktführer der Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen. Also eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie da drin, so wie es sein soll. Und ja, die hält ewig, 3500 Zyklen. Aber selbst wenn sie nur die Hälfte schafft, da sind wir ja in 20 Jahren irgendwann. Dann hat die eine Ausgangsleistung von kontinuierlich 3600 Watt. Das ist auch echt richtig viel. Also da kann man die Waschmaschine anmachen und nebenbei noch den Toaster. Also das ist wirklich richtig viel. Im Grunde lässt sich da mehr oder weniger der gesamte Haushaltsstrom mit abdecken, solange man nicht mehrere Großverbraucher gleichzeitig anmacht.
Die Fossibot F3600 ist der Nachfolger von der Fossibot F2400. Die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Aber ist auch egal. Jedenfalls ist das nochmal eine Nummer größer. Und die erste Powerstation von Fossibot hat mir auch schon echt richtig gut gefallen. Dazu dieses richtig große Solarpanel. Echt genial. Kommen wir ein bisschen zu den Fakten. Nicht nur, dass die Powerstation einen extrem großen Speicher hat, also Batteriekapazität und sehr viel Ausgangsleistung, nicht nur 3600, sondern wenn man die DC-Anschlüsse, Zigarettenanzünder und was es da noch so gibt, mit zuzählt, dann kommen die auch noch mit fast 400 Watt dazu und sie kann sogar angeblich bis zu 7000 Watt kurzfristig liefern. Das werden wir natürlich gleich auch noch ausprobieren, bin ich mal echt gespannt. Dazu lässt sie sich unheimlich schnell laden, nicht nur durchs Netz, also normalen Netzstecker, sondern natürlich auch durch Generator. Und zwar hat sie vorne einen einstellbaren Knopf. Da kann man, wenn man nur einen kleinen Generator hat oder am Generator noch was anderes angeschlossen hat, die Leistung runterregeln. Das finde ich auch sehr gut. Das gehört eigentlich zu jeder Powerstation meines Erachtens, zu den größeren jedenfalls, dass man die Eingangsleistung reduzieren kann, dementsprechend seinen Bedürfnissen. Und dann kommen wir noch zur Solareingangsleistung. Also die kann maximal 2000 Watt Solareingangsleistung. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe noch keine Powerstation vorgestellt, die 2000 Watt Eingangsleistung vertragen kann. Dann werden wir nochmal hier reingucken beim Zubehör. Da ist eigentlich alles Mögliche mit dabei. Und zwar hier einmal ein Regencape. Das finde ich auch immer ganz gut. AC4 zu, ich glaube, XT oder XC90 heißt dieser Adapter hier. Dann einmal zum Laden im Auto. Das dauert natürlich bei der Größe sehr lange, weil der Zigarettenanzünder nicht sehr viel Ampere über 12 Volt hergibt. Netzkabel, auch etwas dicker ausgelegt hier. Ja, und ein USB zu, ich glaube, USB-C Kabel ist das. Und die Bedienungsanleitung, und da können wir dann nämlich auch mal gleich gucken, wie viel maximal Volt Input das Ganze zulässt hier. Ja, auf Deutsch auch. Mal hier habe ich es gefunden. 12 bis 160 Volt, das ist mal echt nicht schlecht. Ist übrigens, wie ich finde, eine ganz gute Bedienungsanleitung. Da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss über die Powerstation. Ja, damit ihr die auch mal gesehen habt. Die Powerstation ist zu beziehen über die Firma Geek Maxi. Super schnelle Lieferung und guter Support, das kann ich aus Erfahrung sagen. So, und ich würde wirklich sagen, dass diese Powerstation eher was als Home-Backup-System ist oder eben für Camper, die eine große Familie haben oder große Energieverbräuche während des Urlaubs mit Wohnwagen oder Wohnmobil, sodass man sozusagen einen E-Scooter oder ein E-Bike öfter mal aufladen möchte. Oder vielleicht sogar als überdimensionaler Reservekanister für ein E-Auto. Man kann also bis zu 4 von diesen Fossibot Falt-Solarpanelen mit dazu kaufen und mit dazu anschließen. Dann ist das ganze Teil in ungefähr 2 Stunden aufgeladen bei voller Sonneneinstrahlung. Ja, und hier mit dem Netzstecker eben 2200 Watt Input. Ja, und man kann sogar beides gleichzeitig machen. Dann ist die in unter 1,5 Stunden aufgeladen. Das ist echt genial. Ja, und natürlich kann man nicht nur die Powerstation laden, egal wie, durch Generator oder Solar, sondern auch gleichzeitig entladen. Also wie bei einer richtigen Solaranlage, bei einer großen. Das steht dem Ganzen in nichts nach. Und da es heute echt richtig warm ist und absolut kein Wind ist, selbst um die Uhrzeit, werde ich mir jetzt mal ein bisschen hier den Ventilator anmachen. Ja, ganz gut finde ich auch hier diese Laschen. Das ist wahrscheinlich am besten, einfach hier oben festmachen. Dann hat man immer alle Kabel mit dabei. Auch ganz gut finde ich diese abnehmbaren Lederlaschen. Das ist nämlich ganz angenehm. Das Ding ist ja nicht ganz leicht. So hat man es ein bisschen leichter beim Anfassen. Die sind auf beiden Seiten. Licht hat die Powerstation natürlich auch. Hinten ist noch so eine Aussparung. Da gehört normalerweise die Taschenlampe rein. Die habe ich jetzt leider nicht mit dabei. Aber die ist im normalen Lieferumfang, soweit ich weiß, mit dabei.
Jetzt wird es Zeit für den Leistungstest. Ich werde erstmal diese beiden Heizlüfter hier durchlaufen lassen, solange wie sie laufen. Die haben beide jeweils ungefähr 2000 Watt. Dazu das AC-Feld aktivieren. Dann klickt es einmal. Genauso, wenn man die anderen Felder benutzen will, immer aktivieren oder deaktivieren. Das ist bei allen Powerstations eigentlich dasselbe. So, und dann wollen wir mal gucken. Stellen wir beide auf maximal. Erstmal ein. Das ist bei jeder Powerstation unterschiedlich, was er zeigt. Aber er zeigt jetzt knapp 1800 Watt. Der nächste bitte. Und da sind wir auch schon annähernd bei der Gesamtleistung, die sie kann. Die drei Steckdosen sind natürlich miteinander verbunden im Gerät. Deswegen kann man auch nicht so viel mehr da anschließen. Aber wenn das durchgelaufen ist, er sagt jetzt hier 55 Minuten. Ja, das wird auch rein rechnerisch ungefähr hinkommen mit dem Akku. Weil man darf ja nicht vergessen, die Powerstation verbraucht ja selber auch noch was. Die Lüfter und so weiter. Sollten wir ungefähr bei einer Stunde landen. Ja, die Powerstation ist jetzt aber doch zu hören bei Maximalleistung. Aber wenn das Ganze hier durchgelaufen ist, dann werden wir nochmal einen Überlasttest machen. Ja, und während des Leistungstests habe ich hier nochmal die Verpackung mir angeguckt, genauer. Hier ist die Taschenlampe. Ich habe mich schon gewundert. Ja, dann kann ich die euch gleich auch nochmal zeigen. Die ist echt ganz witzig. Ja, hier sieht man das Ganze mit der Wärmebildkamera einmal. Das Ganze läuft hier jetzt ungefähr seit 10 Minuten. Völlig problemlos. Die Powerstation sagt, sie hat noch knapp 80%. Heiß wird hier eigentlich nichts. Nicht mal die Kabel von den Heizlüftern. 23 Grad. Hat jetzt noch 18%. Aber ich kann jetzt schon sagen, die Speicherleistung stimmt absolut. Lauter wird die Powerstation wirklich nur bei Maximallast, also jetzt bei halber Last ist die eigentlich nicht zu hören. Bei 10% fängt sie an zu piepen einmal. Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit hier zu messen beim Netzsteckereingang, ob hier irgendwelche Ströme sind. Nein, weil so viel ich weiß, gab es da nämlich ein Problem mit der ersten Fossibot. So, sie zeigt jetzt noch 1%. Müsste jederzeit ausgehen. Ja, die sind jetzt fast eine Stunde, also 58 Minuten gelaufen. Sehr gut, also Leistungstest absolut bestanden. Ich habe die Powerstation jetzt mit unserem Hausnetz ein bisschen geladen. Das ist ja eh alles Solar, also das spielt keine Rolle. Und jetzt mache ich nochmal einen Überlasttest. Dafür ziehe ich natürlich den Netzstecker nochmal raus. So, ich habe jetzt ein paar Mal wie Ochs vom Berg gestanden und immer hier drauf gedrückt. Das ist aber das Feld für die 12 Volt Ausgänge. Ja. Der ist der richtige und dann klickt es auch. Und jetzt können wir natürlich auch unseren Überlasttest machen. Wir sind jetzt knapp bei der kontinuierlichen Ausgangsleistung und jetzt kommen wir zur Stufe 1 vom Heißluftkühlen hier. Ja, und ich habe das Gefühl, er regelt runter. Weil das sind jetzt mal gerade 70 Watt mehr. Gehe ich mal auf Stufe 2 hier. Er regelt das runter. Wird zwar heiß, aber er nimmt natürlich die Energie von den anderen weg und startet wieder durch mit den Lüftern. Spricht ihr Captain, bitte schneiden Sie nicht an, Palma de Mallorca wartet. So, ich lade jetzt die Powerstation mit den 4 Paneelen für meine Teststation. Jetzt um 18 Uhr kommt noch fast 1 Kilowatt zustande. Nicht schlecht. Sehr praktisch, deswegen diese Powerstation ist wirklich absolut gut als Home-Solaranlage zu verwenden. So, kommen wir jetzt mal zu einem schnellen Fazit. Und zwar finde ich diese Powerstation wirklich sehr imposant. Also das kann man nicht anders sagen. Die hat richtig krass Leistung. Beim Überlasttest haben wir gesehen,
dass sie ja den runterregelt, aber ich denke mal 3600 Watt ist schon eine Hausnummer, also da kann man wirklich viel mitmachen. Man kann das Teil benutzen für die Waschmaschine, für einen Trockner, für eigentlich jedes erdenkliche Haushaltsgerät, für alle Werkzeuge und so weiter, weil es im Grunde auch die Maximallast einer 16 Ampere Sicherung auf 230 oder 240 Volt widerspiegelt. Ich halte das Ding für ja regelmäßig mit in Camper schleppen oder aus dem Keller holen, um draußen eine Gartenparty zu feiern, für zu schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte das Teil aber für ideal geeignet für eine Notstromlösung, zum Beispiel USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja, da könnt ihr praktisch alle Geräte, die nicht ausgehen dürfen, anschließen. Und in dem Moment, wenn der Strom weg ist, braucht das Teil irgendwie 10, 12 Millisekunden und der Strom ist da. Also da gibt es praktisch keine Unterbrechung. Also wieder mal im Grunde eine Solaranlage für Faule. Und der Preis ist natürlich auch rekordverdächtig. Also mit diesem großen Solarpanel liegt man irgendwo was bei 2000, etwas über 2000 Euro. Und ja, ich habe natürlich auch wieder einen Link unter dem Video für euch und wenn verfügbar auch einen Rabattcode. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genauso gut wie mir die Powerstation oder ja, Solarkraftwerk kann man fast eher sagen. Bis nächstes Mal. Fatzi, fatzi geht das. Jetzt schon ziemlich später Abend. Kommt immer noch gut was rein. Ja. Sehr hell. Noch heller. Noch heller. Praktisch. Für die Autoreparatur.